Okay. Ja, also das war jetzt echt doof, weil ich hatte eigentlich jeden Zettel hochgehoben und so vielleicht, keine Ahnung, das. Ich entschuldige mich abermals. Ich glaube, ich muss mich alle 2 Sekunden für meine Dummheit entschuldigen. Aber wir kommen jetzt hier weiter mit der Deduktion. Jetzt haben wir noch das hier offen. Also. Der Journalist sah aus dem Fenster und sah Holmes. So ergibt es Sinn, ja. Der Journalist sah aus dem Fenster und sah Holmes. Dann, was hat er danach gemacht? Danach hat er. Nein. Oder auf dieses Buch aufmerksam machen. Das kann man nicht. Oh, ups, 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 das wollte ich gar nicht. Was haben wir hier? Nein, das ist falsch. Dann. Eigentlich müsste es ja hier sein. Ja, das ist das sind stieß eine Stolze durch das Zimmer eilte. Danach auf dieses Blatt absichtlich ins Feuer. Und 5. Das muss ja 4 bleiben. Ich würde das. Eins, zwei, drei, vier, zwei. Also, der Jones aus Fenster und sah Holmes. Das ist eigentlich eindeutig. Danach weiter. Wo passt die 2? Der Journalist warf dieses Blatt aus Versehen ins Fenster. Feuer, das glaube ich nicht. Der Journalist wollte auf dieses Buch aufmerksam machen, eventuell. Der Journalist stieß eine Stuhl, als er durch das Zimmer eilte. Das glaube ich nicht. Da saß er, der Typ. Und 2, das passt auch nicht. Das heißt, wir nehmen mal das hier. Dann als nächstes 3. Dieses Blatt hat nichts mit dem Journalisten zu tun. Das ist total Schwachsinn. Der Besucher des Journalisten saß auf diesem Stuhl. Das ist sehr wahr. Danach 4. Und dann 4. 5. Das ergibt auch keinen Sinn. Der Journalisten würde nicht wegen des Parfüms die Sekretärin eine Zigarre anbrennen lassen. Der Besucher des Journalisten raucht eine Zigarre. 2. Der Journalist stieß eine Stürze durch das Zimmer eilte. Nein. 2, dann haben wir 3. 3, 4 müsste das ja 5 sein. Ich kann mir ehrlich gesagt schon sonst vielleicht nach meiner Akte aus dem Schrank, aber das ist 6. Und bei 6 würde uns dann 4, Nummer 5 fehlen. Nein. Weil wenn wir 6 ankreuzen, müssen wir auf jeden Fall eine 5 haben. Oh, verdammt, Mann, ich drücke mal das Falsche. Ich versuche mal das hier. 5, 4, 3. Ach nee, das hatten wir ja eben gerade und das ging nicht. 4. Was haben wir hier bei 4? Das ist doof. Was haben wir hier bei 4? Aber vielleicht passt es sogar. Ich glaube auch eher, dass er hier drauf saß. 5, 4, dann 3. Das ist dumm. Oh Mann. Das ist auch dumm. Du musst hier 2. Und hier, nee, das war ja auch doof. Mann, warum ist das alles so verwirrend? Bah, das gibt's doch nicht. Irgendwie muss das doch gehen. Okay, versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Also, der Journalist schaut aus dem Fenster und sah Holmes. So.
Wenn der Typ hier saß, dann ist es ja egal, wer darauf saß. Das heißt, theoretisch klappt das ja vielleicht. Ja, als hätte das Zimmer Alte. So. Dann hat er vielleicht direkt das Blatt da reingeworfen. Und hier müsste dann 3 hin. Und dann hier 5. Nee, das passt nicht. Hier muss 4 hin. Oder nein. Also 3, 4 oder 5. 3 ist falsch. 3, ja, dann muss das hier 4 sein. Und dann haben wir noch 3 und 5. Dann muss es hier 5 sein. Ich verstehe nicht. Oh, ich bin so blöd. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe die Tür gar nicht gesehen. Ob bin ich blöd? Ja, okay. Jetzt ergibt. Warte. So, was haben wir denn hier? Die Sekretärin steckte den Schlüssel ins Schloss, als sie ging. Der Journalist ließ die Tür auf. Der Journalist schloss die Tür und ließ den Schlüssel im Schloss. Der Journalist wollte sichergehen, dass die Tür geschlossen ist. Der Journalist sah unter der Tür einen Schatten. Der Journalist vergaß, die Tür abzusperren. Ich würde eher sagen, dass er die Tür danach geschlossen hat, um sicher. Ah, was? Was? Ja. So, also. Er stand dort, hat Sherlock gesehen. Dann ist er hingeeilt, ist dagegen gekommen, hat die Tür abgeschlossen. Dann ist er wieder zurückgegangen und 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Stanley hat ein Dokument gelesen, während er gegessen hat. Er hat es von seiner Sekretärin erhalten, kurz bevor sie das Farbband ihrer Schreibmaschine gewechselt hat. Die fettigen Fingerabdrücke des Reporters sind überall auf dem Dokument zu sehen. Als er das Dokument wegräumen wollte, hat er aus dem Fenster geschaut und uns auf der Straße gesehen. Er hat den Aktenschrank geschlossen und ist zur Bürotür gerannt, um sie abzuschließen. In der ganzen Eile hat er den Stuhl zur Seite geschoben, aber nicht wieder an seinen Platz zurückgestellt. Exakt. Danach hat er schnell seinen Besucher über unsere Ankunft in Kenntnis gesetzt und ihm den Weg nach draußen gezeigt. Dann hat er ein Stück Papier in den Kamin geworfen. Aber wir wissen immer noch nicht, wie der Zigarrenraucher das Zimmer verlassen konnte. Die Antwort liegt in der Richtung, die der Journalist eingeschlagen hat, Watson. In einem bestimmten Moment stand er an einer Stelle, wo er eigentlich keinen Grund hatte zu stehen. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen und stellen uns dann an die Stelle, wo der Journalist eigentlich nicht hätte sein sollen. Okay. Deduktionsaufzeichnungen. Ich hätte jetzt gedacht. Also, der das gemacht hat, hat abgeschlossen, hat er ihn gewarnt. Ich war zu diesem Schrank und warf das. Ich hätte jetzt gesagt, hier. Dieses Buch hier. Ach so, nee, das schließen. Ich hier ja wohl eher nicht. Warte, was müssen wir das denn, wie müssen wir das denn kennzeichnen? Oh, cool. Wie müssen wir das denn, oh, Moment, ich will mal ganz kurz noch schnell nach unten scrollen. Ach, kann man das nicht? Okay. So, ich dachte, er sagt uns jetzt vielleicht, wo das genau gewesen sein könnte.
Also rekonstruieren wir das mal. Er war hier. Und dann, eigentlich müssen wir es ja in den Deduktionsaufzeichnungen... Nicht unbedingt, Watson. Ach so, darauf müssen wir klicken. Ja, dann würde ich das hier sagen. Ausgezeichnet. Ja. Ja. Ach so, ja. Das war jetzt ein bisschen doof von mir. Entschuldigung. So. Dann mal schauen. Ja, Watson. In der ganzen Eile ist Farley das Buch heruntergefallen, als er es aus diesem Regal nehmen wollte. Sehen wir uns die Stelle genauer an. In den Schrank wurde ein Mechanismus eingebaut. Damit lässt sich die Geheimtür bestimmt öffnen. Ich rieche ein Männchen. Wir kennen die Kombination nicht, Holmes. Die Antwort liegt vielleicht in der Frage verborgen, mein lieber Freund. In der Frage verborgen? Also hier steht eine plus 6. Was gibt es denn hier? Die Antwort liegt in der Frage verborgen. Achso, das können wir nicht ändern, okay. H, J, K, A, B, C, D ist eine 4. 10 wäre dann A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Wäre J. Und hier... Osmond Farley? Osmond... hatte ich hier kein F nicht getan? Das ist F. Nicht richtig. Tja, also... Ich steht... Plus 6 sind 10, aber hier gibt's ja... Das sind ja alles Buchstaben. Also D ist ja der vierte Buchstaben Alphabet. Und von 10 ist es J. Der zehnte Buchstabe ist J. Also A, B, C. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ja, passt. Und mir ist mein Handy gerade aus dem vom Schoß gefallen, wie auch immer. Plus 6, H, I, J. K, L, M, N, O. Aber es gibt kein O. Es gibt kein O. Oh, hier gibt's Zahlen. Oh. Ja, sag das doch. Okay, H, J, K, L, M, N. Oh, ja, O. Wo ist O? 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 M, warte. O, P, Q, R, S, T, U, V, warte, Moment. 10, 16. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ich kann das Alphabet nicht mehr. Das war's, Kinderlach. Ha! Nehmen wir den geheimen Ausgang unter die Lupe, Watson. Ich habe gerade einen Hut gesehen und etwas, was nicht sehr gut aussah. Oh, okay, wir sollen laufen. Gut. Ah, warte, das ist ein Hut. Den hier auf. Das Schicksal meint es gut mit uns, Watson. Dieser Zylinder wurde ziemlich sicher von unserem mysteriösen Besucher zurückgelassen. Stellen Sie sich vor, wie es gewesen sein könnte. In seiner Eile verliert der Zigarrenraucher seinen Zylinder. Die Tür geht zu und der Zylinder bleibt stecken. Aus Angst, entdeckt zu werden, versucht er nicht, ihn zu nehmen, sondern macht sich stattdessen auf und davon. Wer würde so handeln, um eine Begegnung mit uns um jeden Preis zu vermeiden? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber eins ist sicher. Er hat den Vorteil, uns zu kennen. Wir müssen seine Identität herausfinden, damit wir mit ihm auf gleicher Augenhöhe sind. Und dieser Hut wird uns dabei helfen. Auf, zurück in die Baker Street. Das riecht nach einer Analyse. Wollen wir nicht erstmal noch hier reingehen? Ich würde gerne noch mal hier reingehen. Gibt es hier nichts? Oh, das ist ja langweilig. Ich dachte, da können wir noch eine kleine Deduction machen, aber gut. Dann auf zurück nach Hause.
Und dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir jetzt den Hut nach seinen Bestandteilen zerlegen, beziehungsweise herausfinden, wo der Hut alles gewesen ist. Mal schauen, was hier geht. Dann wollen wir mal hoffen, dass der Zylinder die Identität seines Besitzers preisgibt. Das wird er. Darauf können Sie sich verlassen. Ich muss Sie ausnahmsweise bitten, ohne mich zurechtzukommen, Holmes. Wie Sie meinen. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich sehe mir den Zylinder auf meinem Arbeitstisch genauer an. Ja, das war... Oh, ups. Ach, Gott sei Dank. Ich muss immer aufpassen, wenn automatisch Speichern kommt, dass ich meine Maus nicht zurückartig bewege, denn das kann sich sehr negativ auswirken auf den... Oh, ich kann... Du warst uns eine große Hilfe, Toby. Ich werde Mrs. Hudson bitten, dir leckere Innereien zu bringen. Oh yes, Toby.